InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Das Messe-Trio am 9. und 10. April. Guten Appetit, 50 plus und neu Familienglück. Komm nach Ried, zur Rieder Messe. Das Messe-Trio am 9. und 10. April. Komm nach Ried, zur Rieder Messe. Tanzkurse, Inviertler Spieletage, Ratzfatz und Blutschink-Konzerte. Diese Messe darf man sich nicht entgehen lassen. Das Messe-Trio am 9. und 10. April. Herr Direktor Slessak, da wäre dann wieder Funkerflieger, singen Blutschink und so wird auch diese Messe sein. Ja, wir sind davon überzeugt, dass das was Tolles wird. Natürlich war es jetzt nicht einfach, die ganze Vorbereitungszeit mit den ständigen Unsicherheiten an Regeln, aber es ist uns, glaube ich, wieder was Tolles gelungen. Rund 120 Aussteller werden da sein. Wir haben drei wunderbare Themen mit dem Thema Neue Familienglück, mit der guten Appetit und 50 plus. Also wir freuen uns auf eine Messe für die ganze Familie, die man unbedingt besuchen sollte. Neu dabei ist das Familienglück. Was wird es beinhalten? Auf der einen Seite präsentieren wir das erste Innviertler Spielefest. Mehr als 500 Brettspiele werden präsentiert, aber es gibt auch Lernspiele für Kinder, Gemeinschaftsspiele. Und ich glaube, es ist sowohl für Freundeskreise als auch für Familien eine ganz tolle Gelegenheit, alles auszuprobieren. Du setzt dich einfach in ein Eck, spielst, dann gibst du das wieder zurück. Das ist einmal, glaube ich, ganz was Tolles. Auf der anderen Seite natürlich einige Aussteller, aber auch Erlebnis wie Feuerwehrauto wird es zum Sehen geben, das Rote Kreuz wird da sein und es gibt zwei tolle Familien- und Kinderkonzerte mit Ratzfatz und Blutschink. Endgültig entschieden ist es, wie man die Messe besuchen kann? Endgültig entschieden ist momentan gar nichts, wie wir bekanntlich wissen. Nein, es ist schwierig, wir sind es jetzt mit den kurzfristigen Änderungen. Es gilt momentan die 3G-Regel. Diese Verordnung soll bis 16. April, glaube ich, gelten. Das heißt, wir gehen derzeit davon aus, 3G-Regel und sonst keine weiteren Vorschriften. Wir empfehlen aber natürlich, die ein oder andere Hygienemaßnahme einzuhalten. Kann man sagen, dass dieses gesamte Messe-Trio auch die Grundintentionen vom ehemaligen Volksfesten beinhaltet? Ja, interessanter Ansatz jetzt von dir, aber natürlich, es geht um Gemeinschaft, es geht um Erlebnis, es geht um Genuss und es ist ein Riesentreffpunkt. Gerade die guten Appetit war ja auch in den letzten 10 Jahren ein bisschen so ein regionaler Treffpunkt, ein bisschen für die ältere Generation, aber kaum wo trifft man so viele Bekannte und kaum wo ist die Verweildauer bei einer Messe so groß wie bei dieser. Und ja, wir wollen einfach den Ausstellern wieder eine wirtschaftliche Plattform bieten und den Besuchern einfach ein Erlebnis, unbeschwerte Stunden und einen Mehrwert bieten. Am Sonntag gibt es auch konzertante Darstellungen und Aufführungen. Blutschink und. Ach so, ja. Okay. Moment, ja. Der Samstag, Sonntag sind insbesondere auch den jugendlichen Besuchern gewidmet. Genau, vor allem den Kindern und den Familien. Wir haben im Keine Sorgensaal. An einem Tag haben wir Ratzfatz und am anderen Tag Blutschink. Und diese Konzerte kann man praktisch auch mit seiner Eintrittskarte, die zur Messe führt, kann man auch besuchen. Und ja, das sind sicher auch noch zwei weitere Highlights, die diese Messe weiter aufwerten. Weinliebhaber haben auch eine besondere Herausforderung gefunden. Die Weinlounge, genau, in der Halle 16. Es gibt rund 20 Weinstände dieses Mal, mehr denn je. Und wir haben am Samstag ist die Weinlounge als einzige Halle bis 21 Uhr geöffnet. Der Rest ist ja täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, aber die Weinlounge machen wir Samstag bis 21 Uhr auf und kann ab 17 Uhr auch gratis besucht werden. Tickets gibt es nicht nur an den Kassen, sondern auch online? Genau, es gibt Online-Tickets, kann ich nur empfehlen. Punkt A sind sie günstiger, Punkt B muss ich mich nicht anstellen. Also es kann sich jeder oder soll sich jeder, der die Möglichkeit hat, seine Tickets bereits im Vorverkauf sichern. Gut gelaunt genießen, also 3G-Regel. Genau, so kann man es zusammenfassen. Ja, wir hoffen, dass alles safe bleibt und freuen uns auf die Messe. Thank you.
Alles Selker, was bietet Ihre Vereinigung hier bei der Guten Appetitmesse? Also der Verein Wies Innviertel schmeckt, ist schon vom Namen her gebend eine kulinarische Vereinigung. Wir sind eine Gruppe von Direktvermarktung und Manufakturbetrieben aus dem Innviertel. Die Produktpalette bei uns ist sehr mannigfaltig. Es geht von frischen Produkten bis hin zu Haltbarprodukten, von Teigwaren bis hin zu Spirituosen, bis hin zu alkoholischen Getränken, bis hin zu alkoholfreie Getränke, Säfte und dergleichen. Zusätzlich gibt es als Messe-Highlight auch noch eine Verlosung von einem Wies Innviertel schmeckt Genusskorb. Jeden Tag wird ein Wies Innviertel Genusskorb an die Besucher verlost. Das heißt also Innviertel pur hier auf den Tischen? Genau, kann man genauso sagen, Innviertel pur auf den Tischen. Alle Produkte werden im Innviertel erzeugt. Dieser Froscher, was lange währt, wird endlich gut, kann man das sagen, bei der Guten Appetitmesse? Das stimmt, also heuer wieder, wir freuen uns sehr, dass das Frühjahrstrio stattfinden kann. Das besteht aus den etablierten Formaten Guten Appetit, 50 plus und heuer neu das Familienglück. Schwerpunkt bei Guten Appetit natürlich die Kulinarik. Genau, also es wartet ein bunter Ausstellermix an verschiedenen Geschmacksrichtungen. Natürlich das Genussland Oberösterreich mit regionalen Spezialitäten, der Verein Wies Innviertel schmeckt, aber auch unsere zahlreichen anderen Aussteller. Unter anderem wird es eine vergrößerte Weinlounge geben in der Halle 16. Die hat dann am Samstag, den 9. April, exklusiv bei freiem Eintritt bis 21 Uhr geöffnet. Es gibt neue Beginnzeiten. Genau, die Messe wird heuer von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Wie gesagt, die Weinlounge am Samstag noch bis 21 Uhr. Die anderen Bereiche schließen um 17 Uhr. Warum ist dieser Messetyp so erfolgreich? Ich glaube, dass es einfach ein sehr guter Mix ist von den verschiedenen Themen, von 50-plus-Themen, Ausflug, Touristik, Wohnen, Wellness, Gesundheit und dann eben der Kulinarikbereich. Und mit der Familienglück bieten wir heuer wirklich auch noch ein Thema an, dass wir die ganze Familie ansprechen. Kochveranstaltungen, Kochvorführungen auch wieder auf dem Programm? Genau, also es wird wieder im Stundentakt tolle Kochshows geben, unter anderem mit den Innviertler Haubenköchen Peter Reitmeier und Dominik Bauböck. Und die Viktoria Stranzinger von Cook-Up Kitchen wird auch bei uns vertreten sein. Christian Aigner, Bier ein wichtiges Thema, weil es um Kulinarik geht, um Unterhaltung, um Geselligkeit geht. Hat das Bier unter den jetzigen Situationen gelitten oder Aufschwung gebracht? Ja, das ist eine gute Frage. Das jetzt zu beantworten ist ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ist Bier, sage ich jetzt mal, ein Genussmittel, sage ich jetzt mal, gerade in der Zeit, wo wir sind, sich was Gutes zu gönnen, bin ich fast überzeugt davon, dass Bier einen guten Beitrag geleistet hat, dass wir die Zeiten ein bisschen besser überstehen. Das Messetrio am 9. und 10. April. Guten Appetit, 50 plus und neu Familienglück. Komm nach Ried, zu Rieder Messe. Das Messetrio am 9. und 10. April. Komm nach Ried, zu Rieder Messe. Tanzkurse, Innviertler Spieletage, Ratzfatz und Blue Jean Konzerte. Diese Messe darf man sich nicht entgehen lassen. Das Messetrio am 9. und 10. April.